Christophmann aus dem Cockpit. Le Mans ist Kult. 4,1 Kilometer lang. Und das Wetter ist schön. Es ist eine Rennstrecke, die absolut stop and go will. Und wir sind bereits hier bei der Anfahrt auf Start und Ziel. Über die Curbs à la Marquez, innen auch. Und los geht es. Im zweiten Gang jeden Millimeter mitnehmen. Diese Gerade ist nur 600 Meter lang. Und gegen Ende ist sie gar nicht mehr so richtig gerade. So, rein in diese erste schnelle Kurve. Ende Start und Ziel. Und dann zwei, drei Gänge nach unten. Zweiter Gang in diese erste Schikane. Gut zum Überholen, aber man muss auch beim Ausbeschleunigen hier unter dem berühmten Tunnelboden alles beisammen haben. Wheelie, Linkskurve, den Berg hinunter, rein in dieses flüssigste Stück vielleicht. Lang, schräg hier, diese rechts. Da kann man es richtig fliegen lassen. Gute Linie, hoch beschleunigen, zwei Gänge und sofort wieder anbremsen. Auf die nächste links. Und kommt kaum weg von der Bremse. Auch hier wieder. Eingang gut erwischt und jetzt früh ans Gas. Raus beschleunigen, ganz wichtig. Ich hänge hier neben dem Bike. Hat gepasst, kurze Gerade, klein machen. Hartes Anbremsen. Auf diese perfekte Überholmöglichkeit hier. So eine Doppel, da denkt man hier beim Reinfahren, man verpasst sie. Ist aber gut. Und jetzt hier muss man innen sein. Hahn wieder auf. Gegen Gerade. Mit dem Wheelie rausgekommen. Hoch in den fünften Gang. Und dann anbremsen. Dieser Schikane. Hier, wo die ganzen Fans sind. Schnelles Umlegen gefragt. Schwung mit durchnehmen. Gut raus, beschleunigt. Den Gang höher. Jetzt sind wir schon im letzten Abschnitt hier. Da wird nochmal Gefühl gefragt. Häng neben dem Bike. Gut erwischt. Eng bleiben. Und jetzt hier links. Ellenbogen, Schleifkurve. Auf den Curbs. Auch gut. Wir bleiben im zweiten. Die letzte Kurve. Hier wird sich's entscheiden. Innen jetzt schon vorne sein oder hier quer durch. Auf Start und Ziel, sind wieder da, Hahn auf, Le Mans, warum, man kann früh jubeln, der Wheelie kommt genau hier, da muss man die Nase vorne haben. Woo! Die merken schon, recht enge Geschichte, ich komme kaum zu quatschen, habe trotzdem riesen Spaß und in zwei Wochen, liebe Sport1 Zuschauer, da lade ich dich dann in Mugello ein. Und zwar auf einen absoluten Top-Speed-Rekord. Da fahren wir 300 zusammen, versprochen. Ulala! Ui, was bist du denn für ein hübscher Kollege? Egal, wir sehen uns in zwei Wochen in Bella Italia.